Ja. Naja, ich weiß jetzt, ich habe hier oben irgendwie nicht so viele Nachbarn, also. Was umguckt. Die Welt ist deutlich weniger bevölkert, als es im Livestream der Fall war. Finde ich auch. Willkommen zurück übrigens hier auch auf YouTube für diesen lustigen Spiel, was das Lars nennt. Sich nennt. Willkommen zurück! Das Vereinigte Flauschdirektorat ist doch gar nicht so klein, wie ich mal dachte. Ich könnte ja das Vereinigte Flauschdirektorat mal angreifen. Das kannst du auch lassen. Stimmt. Das muss nicht sein. Also. Dann will ich da unten irgendwas haben. Ja, wir können mal das Mended of Mentenos angreifen. Die heißen auf einmal anders. Die hießen definitiv mal. Die hatten mal einen anderen Namen. Bin mir fast sicher. Rebellion. Die mögen mich auch nicht. Also von daher, die sehen auch nicht so hübsch aus. Das ist. Ja, das ist irgendwie. Irgendwie sind meine Schiffe ganz schön teuer geworden. Forschung ist die Hölle. Gute Nacht, Leon. Schlaf schön. Gute Nacht. Ich versuche gerade meinen Chat zu lesen. Du hast das Spiel immer noch angehalten. Fällt mir gerade so auf. Ups. So, meine 14 Schiffe. Ach, wer ist denn jetzt der Wissenschaftler Barin der Pirim ist im 86 gestorben. Ach, warum? Eifrige Rekrutierungskosten, Vierschlagrisiko, Aluminium, Fachwissen, Partikel. Was soll der werden? Der soll Ingenieur werden. Naja, von mir aus. Bin ich noch ein anderer Wissenschaftler für das Ding, für das Amt? Nö, leider nicht. Ich könnte ja auch meine. Ach, warum sind meine ganzen Wissenschaftler eigentlich so uralt? Verdammt. Situation log updated. Im Heinz-Uwe-System sind wir auf bekannte Alien-Schiffe gestoßen. Die Sigma-Aliens. Das ist ja schön. Indo hat den. Ich hab auch neue Aliens. Juhu. Juhu. Naja, ich hoffe, dass sie nebenan sind oder so. Ach, eher unten, glaube ich. Achso, ich könnte die Sigma-Aliens ja auch mal erforschen, bevor ich dieses. Ich habe noch keinen einzigen Irassianer. Ich habe seit Anfang an diese komische Quest hier mit diesen Irassianern beobachten. Colony established. Construction complete. Quantenverwebungspunkte. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, gut, dass ich die ganze Zeit hier so eine Forschungsquest rumliegen habe, die ich noch nie erfüllt habe. Weil ich da einfach schlecht rankomme in die Systeme. Hm. Ach, du fliegst hier durch die Gegend. Wo? Na, hier hinten. Dein. Ne, warte. Wer ist denn das hier? Forschungsschiff? Ach, irgendwelche anderen Leute fliegen hier durch die Gegend. Meine Verbündeten fliegen bei dir ganz voll rum. Ja, ich sehe die gerade hier so aus der Entfernung. Dum, 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 dum. Ich werde angeschrieben auf Dings. Wir müssen hier schon wieder. Achso, macht er. Schön. Schön, schön, schön. Dafür, dass ich eigentlich nur drei. Warte, Moment mal. Mir fällt gerade. Ich habe einen Planeten besiedelt vor einiger Zeit, was ich. Construction complete. Der Bau eines Raumhafens ist zu teuer, ne? Das ist halt losartig. Incoming Transmission. Oh. Wir würden gerne angesehen, dass der Fuchs-Känguru-Pakt Mitglied werden, wenn wir das haben. Das Grollfärb-Dings möchte bei uns Mitglied werden. Wollen was? Wir das? Nein. Wer? Das Grollfärb, die wohnen unter mir. Ja, können wir nicht. Dann, weil dann müssen wir immer Kriegsziele mit dem absprechen. Dann machen wir das nicht. Dann fährt das aus. Kann unser Vasall werden. Schlag ihm das vor. Das sind nur welche Pazifisten, die tun keinen was. Ja, das Zeit. Ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht wollen die auch gar nicht so in die Kämpfe. Warum ist denn im Vega-System hier schon wieder krank? So. Was? Das lohnt ja mal so gar nicht. Eine einzige von meinen lustigen. Ach nee, das ist eine Korvette. Ne, Moment. Ich wollte mich gerade beschweren, dass meine Korvette nur so wenig Kampfkraft hat. Aber, also meine Zerstörer, aber das war nur eine Korvette. Alles gut. Hast du mal StarCraft gespielt, oder? Na, wenig. Sehr, sehr wenig. Verdammt, das heißt, das soll nicht wieder Planeten heißen. Korhal! Wir haben Korhal noch nicht. Hervorragend. Alles gut. Wir nennen diesen Planeten Korhal. Nö, ein Internetbrowser? Sowas habe ich? Lol. Das Stellaris hat irgendwo einen Browser eingebaut, der. Ja, das habe ich auch schon entdeckt beim Rumtippen, beim Umbenennen. Öffnet er sich, weil er nochmal klicken muss. Ist mir gerade passiert. So ein Elend aber auch. So, ich besitze jetzt Roboter. Das ist schön. Robotisch. So, dann brauchen wir. Auch ein Stromunterhalt? Vergiss das mit den Robotern. Das ist doch kein Roboter. Ja, was der kann, kann ein Fuchs schon lange. Hallo, Sasri. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich nicht eigentlich die Kraftwerke, die ich über ein paar anderen Planeten habe, nicht noch upgraden?
Ich hatte eigentlich mal intensive Forschung in der Richtung beschrieben. Mann, Mann, Mann. Huh! So nah kann man an Planeten ranzoomen? Krass. Das ist mein erster Forscher, ne? Achso, die wurden natürlich auf einem anderen Planeten gebaut. Ja. Ich habe ja mal 42 Mineralien pro Stunde, pro Tick plus. Das ist gar nicht mal so wenig. Wie viel? 52. Oh, nicht verkehrt, der Mann da drüben. Ja. Kleinkinder brauchen 12 Stunden Schlaf. Na gut, der Schlaf von Erwachsenen ist auch mal sehr unterschiedlich. Also ich persönlich schlafe am besten, glaube ich, mit 7 bis 8. Manche Leute kommen mit 7 aus und andere Leute schlafen am liebsten 11 Stunden am Tag, wenn sie können. Das ist immer sehr unterschiedlich mit dem Schlafbedarf von Menschen. Muss auch jeder für sich selber wissen. Viele Leute schlafen noch gerne zu lange und fühlen sich dann ganz so schlecht. 722 haben meine 14 Schiffe. Also Forschung bringt schon ein bisschen was. Wenn man high. Wie stark ist denn bei dir ein Schiff? Also. Warte. Das Flottos? Wo sehe ich das? Na, du musst es, glaube ich, rechnen, warte mal. Ein Schiff hat 31 bei mir. Hm. Auch nicht so viel weniger als meine. Mein Zerstörer hat 107. Das Ding ist aber, dass ein Zerstörer von mir ein Vermögen kostet. Der kostet 290 und dann könnte ich fast 3 Korvetten bauen. So, hier überzeugt bin ich ja von den großen Schiffen noch nicht. So cool so ein Großschiff auch ist, um niedere Zivilisationen zu beeindrucken. So, ich überzeugt bin, sind die nicht. Wirklich nicht. Naja. So. Korhalle. Weltraumhafen, Oberfläche. Das kann ja eine Weile dauern. Hm. Also Sklaven sind auch sehr undankbar, muss ich sagen. Was? Warum? Weil sie nicht frei sein dürfen? Ja, die... Faul! Faul! Ich schenke ihnen Arbeit. Einen Sinn. Und bei rumkommt... Wenig. So, Säuberung. Umsiedlung. Das mögen sie alles nicht, okay. Ich sehe gerade, man kann den, man kann den einzelnen Bodentruppen, kannst du noch Zubehör zuweisen. Ja. Ganz schön fummelig. Mhm. Meinst du, mich fragt, wie kriegen hier meine Bodentruppen eigentlich in die Luft? Also meine Angriffsarmee? Das ist alles entsenden. Steht da jetzt links. Ach, warte mal, jetzt habe ich hier Armeen, Transportflotte. Ah ja, ich sehe schon. Das ist Armee 1. Warte mal, sind die jetzt hier irgendwo in der Luft? Ah ja, tatsächlich. Es fliegen hier in der Luft und freuen sich mit. Angriffszeit 4. Das ist ja der Wahnsinn. So, auf Ayur habe ich hier auch eine. Ne, auf Ayur habe ich nur Verteidigungsarmeen gebaut. Hier auch nur. Auf Tasonis habe ich. Angriffsarmeen, so. Construction complete. Ein inaktives Gebäude, wie toll. Auf Korhal, schön. Was macht denn hier? Jetzt habe ich ja Transportflotte 1 und 2. Warte mal, kann ich die nicht zusammenfassen? Okay. Kann man Transportflotten nicht ineinander rüberstapeln? Müssen wir rechnen mit einer Stunde pro Kilo? Worüber redet ihr, verdammt? Ah, das Hirn von Jugendlichen braucht mehr Schlaf. Oh, was ist denn jetzt passiert? Botschaft etabliert! Lieber Absinthe für die zukünftige Verbesserung von Golan. Okay. Grollferbisch-flauschigen Diplomatien. Oh Mann. Ich bereue es jetzt übrigens schon, mein komisches Imperium so genannt zu haben, wie ich es genannt habe. Das war im Nachhinein vielleicht nicht die beste Idee. Ivo! Meinst du? Na komm, bauen wir hier noch einen so komischen Zerstörer. Das bauen wir mit Korvetten auf hier. Ein Tag pro Stunde, dann müsste ich ja 100 Stunden am Tag schlafen. Dann mach doch mal! Das tut dir sicherlich gut. Danach. Was ist denn jetzt hier mit Krieg?
Ja, kann quasi losgehen. Ich baue noch ein paar Korvetten. Bin hier gerade ein bisschen überfordert mit meinen Truppen, weil ich irgendwie versuche, meine Zeug hier zusammenzufassen. Was sind Verteidigungsarmeen? Wo sind meine Angriffsarmeen? Ach, du willst landen? Ah, da sind sie. So. 766 habe ich. Überlegen. Na, großartig. Jetzt schon eine negative Bilanz. Ach, jetzt geht mir schon wieder Strom aus. Wir müssen uns ein bisschen beeilen bei der ganzen Geschichte. Glaube ich. Flieg mal ins KI-Uwe-System. Warte, ein Raumschiff wird neu gebaut, das würde ich ja noch mitnehmen. Construction complete. Wie viel Angriffskraft hast du denn? Dann bin ich über 900 noch was. Boah, mehr als ich. Ich könnte noch eine Korvette bauen. Ich kann keine Kraftwerke mehr hochzimmern. Doch, ich kann auch Kraftwerke bauen, jawohl. Ich hätte gerne diese seltene Ressource, die bei deinen oberen Leuten irgendwo geerntet wird. Hier im Mang-System, da gibt es die Betariensteine. Von wo, bei mir? Nein, ne. Was, Goldfarb ankündigt, meldet Anschluss an die vielversprechende Liga? Ich habe keine Ahnung, wer die... Die wir nicht wollten? Nee, die Goldfarbs sind die... Ja, das sind die wir nicht wollten, ja. Ich muss nochmal kurz sicherstellen, wer die vielversprechende Liga ist. Weil die haben auch nur Rivalität mit mir, die komischen Typen. Bündnisanlagen, Bild, Anschluss, wie? Achso. Raumabenteuerung ist es fertig, System erkundet, das hat so lange gedauert. Construction complete. Manchmal zweifle ich an der Geschwindigkeit von meinen Forschungsschiffen. Siswi. Ah, guck doch mal das System da hinten. Wie funktioniert der Multiplayer-Modus? Na, Fuchs, wie funktioniert der Multiplayer-Modus? Recht gut. Ja, kann man so sagen. Startet. Klaren. Ging los. Ach, jetzt haben die tatsächlich noch eine weitere Welt genommen. Ich raste aus. Wie schaut's mit der Truppe aus? Unterwegs. Gut. Und das KU-System, ne? Genau. Also ich könnte auf jeden Fall Leute hier brauchen, die ich integrieren kann. Ich muss gleich mal bei der Kriegserklärung gleich gucken, wie wir das am besten machen. Prinzipiell hätte ich gerne die unteren drei Systeme, aber du kannst gerne die Systeme hier links haben. Also Volonis, Ambisi... da haben die gar nicht... Doch, hä? Haben die auch eigentlich. Moment. Tessonia ist ein Planet, das meinst du. Ja, und was ist denn... Wir haben die Kontrolle über Ambisia und Volonis? Aus dem Posten. Will ich auf jeden Fall... du kannst... Wo haben die ihn eigentlich auch? Mich interessieren nur Gianfar und Mantonis, also die Hauptplaneten. Ich brauch bloß ihre DNA. Davon will ich ja gar nichts wissen. Oh, ich glaube, meine Kraftwerkstechnologie ist gerade fertig geworden. Jetzt kann ich hier wieder ordentlich Kraftwerke nachbauen. Heinz-Dieter, Marc-Uwe. Stimmt, Marc-Uwe kann ich auch noch ein System nennen. Warte einen Moment. Marc-Uwe können wir sofort das System, wo Korhal drin ist, nennen. Was mach ich denn hier? Myrium, was für ein langweiliger Name. Marc-Uwe Kling. So. Naja, 873 habe ich hier eine ganz gute Schlacht vor. Das Bruger-System? Stimmt, ich könnte natürlich meine ganzen Dinge jetzt auch nach anderen YouTubern benennen. Bruger-System? Falsch schon? Welche Planeten heißen denn Schnapspralinen? Mal gucken. Wo kommt die denn jetzt? Genau, es kommt hier an. Wer bist du? Ja. Der ist kolonisierbar. Ich muss jetzt erstmal forschen noch. Ich sehe gerade nicht unbedingt am Militär bewegen. Doch. Oh, verdammt. Also, wir fliegen jetzt zu KU. Soll ich nicht lieber. Na gut, ich wollte die von oben angreifen, weil das sind halt die Hauptwelten. Wie sie wünschen.
Sie haben das militärische Kommando. Aber muss ich gleich noch eine schöne Kriegserklärung zusammenzimmern? Ich bin natürlich meine. Was, unser Handelsabkommen mit dir ist abgelaufen? Machen wir die nicht mal erneuern. Flotte ist jetzt unterwegs zu Kai Uwe. Welchen komischen Gründen kann ich meine Transportflotten nicht... Achso, weil die nicht in einem System stehen, ups. Mein Energielager ist fast voll, sowieso. Was? Wie hast du das denn geschafft? Gespart! So ein Sparfuchs. Ein Sparfuchs, genau. So, 961 hat meine Flotte hier. Wo ist deine Flotte? Gleich da, die ist in der Werft. Gerade rausgeflogen. Sind auf Tasonus noch gebaut? Nichts. Schön. Ja, eigentlich kann es losgehen. Gut, ich erkläre den guten Freunden meinen Krieg. Ich habe gar nicht. Kann ich überhaupt einfach so den Krieg erklären? Naja, ich muss, wie gesagt, ich muss dann zustimmen. Du musst jetzt die Ziele verteilen. Gut, Krieg. Achso, deine Leute wollen ja auch noch mitmachen. Naja, großartig. Nee, dem musst du nichts geben. Die müssen sowieso mitmachen. So, warte mal, vasalisieren. Planet abtreten. Die haben deutlich mehr Planeten als gedacht, übrigens. So, du willst Tersoja haben. Jinin ist dir. Gianfa? Wo ist denn Gianfa? Ja, das möchte ich haben. Tersonia ist auch dir. Jinin habe ich dir auch versprochen. Was für mich übrig? Martini Prime? Ja, das ist doch mein. Das ist mein. So, Planeten abtreten. Abtreten ist besitzt von Grahunes. Wozu soll das denn Grahunes? Haben die Planeten, von denen ich gar nichts weiß? Grahunes ist ein Gianfa. Ach, da, ja klar, das möchte ich haben, ja. So, warte mal. Jinin Tessor. Ja, passt. Die zusammengefassten Kriegsposten der ausgewählten Forderungen sind zu hoch. Mindestens eine der ausgewählten Forderungen kann nicht gestellt werden. Was? Das höchstens auf 100 Kriegspunkte kommen. Oh. Tja, schade. Oh, es ist 0:04. Es ist 0:04? Dann vibriert mein Telefon, kriege ich eine E-Mail. Warum vibriert dein Telefon um 0:04? Kai Uwe schreibt mir dann immer Nachrichten. Das ist gar nicht mal so leicht hier, das ist auf 100. So, jetzt haben wir 107 Punkte, WTF. Tja. Jetzt geht das. So. Tersoja? Ist Tersonia besser für dich? Ja, Tersonia ist besser für dich. Das ist halt dumm. Wichtig ist, dass da irgendwelche Leute drauf wohnen, die auf Wüstenplaneten klarkommen. Das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt meinen Krieg erklärt. So. So, ich guck mir das jetzt an hier. Ich krieg den Planet. Gut. Mehr ging nicht! Welches ist das denn? Tessonia, okay. Das ist der da oben links in der Ecke. So. Dann lass mal nach Gianfa fliegen. Das ist, glaube ich, nee, ist nicht in ihr Hauptsystem, aber das ist eines der wichtigen Systeme. Wahrscheinlich müssen wir sowieso gleich wieder zurückfliegen, weil die eins meiner Systeme angreifen. Wahrscheinlich Uwe Uwe. So wie ich mein Glück kenne. Wissenschaftler starb! Mein Raumschiff wurde vernichtet? Im schwarzen Loch. Warum schickst du denn eine Wissenschaft andauernd in schwarzen Loch? Keine Ahnung, manchmal fliegen die irgendwo rum. Burn, vasalier doch. Ja, das wäre besser gewesen. Boah. Also hier ist nicht unbedingt viel Flotte. Construction complete. Ulf Uwe ist der Hit, Ralf Uwe, Lars Uwe. Was, Raumflotte? Ne, das war nur eine Raumstation. Ja, ja, mehr habe ich nicht erwartet. Entweder die kommen zu uns oder wir kommen zu denen. Irgendwo werden die schon wohnen. Lass erstmal hier. Das ist Feindflotte in der Nähe, wo denn? Zumindest ein Raumschiff. Hostile Fleet engaged. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie, wie gesagt, meine Dings von hinten angreifen. Hostile Fleet engaged. Ach. Happelapap. Warum die haben nicht so viel Reichweite, oh Gott. Ich sehe schon das Ganze oben. Boah.
Ich habe auf meine neuen Laser gespannt. Welche hast du denn? Muss gleich mal gucken. Jedenfalls die coolen, ich bin glaube ich auch orange. Du hast heute auch die orangen. Ich hab. Nee, das sind die von den Gegnern hier. Ich hab nur violette. Vielleicht können meine Schiffe auch mal schießen jetzt. Anscheinend schießen wir nicht mehr mit Lasern. Laser sind out. Du hast scheinbar tonnenweise Raketen gebunkert. Ja, hätte ich jetzt noch ein Forschungsschiff? Also hast du jetzt alle Forschungsschiffe? Es ist zerstört worden. Milord. Tja. Das Raumschiff raumt nicht mehr. Morgen 4 Stunden schlafen. Oh, ermöglicht gewaltiger Gletscherentfernung. Das Ding brauche ich. Junge, du setzt dich daran und machst jetzt nichts anderes, als diese Gletscher da zu schmelzen. So, was ist los? Ich habe meine Bodenbundtruppen losgeschickt. Die müssten jetzt immer mal hier einreiten. Zerstör ich dir den Rest auch noch. Nicht die Wirtschaftsstation kaputt machen, das ist doch Quatsch. Die kann man doch erobern dahinter. Quatsch. Das ist ja nicht mein Planet, die ich erobere. Hey! Meine Erfahrungspunkte sind das, der Druckzuck. Ich frage mich generell, wo die Armee von diesen Sternreihen eigentlich ist. Die müssen doch irgendwo wohnen, oder nicht? Ich glaube, es wäre ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man bessere Sensoren hätte, so einen Planeten hier erobern. Ist der jetzt eigentlich mittlerweile Sturmreich geschossen? Warte mal, Bodenunterstützung. Die Bodenunterstützung ist schon, dass Haltung minimal eingestellt war. Eingeschränkt. Also mein Verbündeter kommt jetzt auch mit 900 nochmal an. Was? Mein Vasall. Dein Vasall ist fast genauso stark wie du? Deshalb bin ich froh, dass ich den am Anfang mir geklatscht habe. Mittlerweile mag er mich auch. So ein Stockholm-Syndrom, weißt du? Ich sehe gerade hier, ich sollte vielleicht noch nicht mit der Transportflotte einfliegen. Die Bodenverteidigung ist noch mächtig stark. Lass mich hier zurück, deine Mission ist wichtiger als Hörner zu dissen. Was? Du bist gut mit Namen auswählen. Das finde ich auch sehr schön. Das reicht für die nächsten 200 Folgen, nehme ich mal stark an. Also siehst du, kannst du mal mitbombardieren hier eigentlich? Ja, habe ich gerade eigentlich. Und dauert das. Das ist übrigens eine aride Welt. Das ist doch eigentlich nicht richtig für dich, oder nicht? Ah, nee, du willst Eiswüsten Quatsch. Haben. Scheiße. Eiswüste. Ja. Hostile Fleet detected. Oh, feindliche Flotte entdeckt. Wir müssen mal nach Tarsonis in mein Hauptsystem. Hä? Da ist. Das machen doch deine. Ist doch schon kaputt. Dass deine 788er Verteidigungsflotte stehen. Das habe ich nicht. Die sind jetzt schon tot? WTF? Hostile Fleet detected. Oh, das 1K ist gerade ins System einge. Das ist er. Das ist er? Das ist er, die 1K-Flotte. Hostile Fleet detected. Wo jetzt sind wir da weg. Naja. Der hat wahrscheinlich keinen Bock gegen 2K. Er kann es wahrscheinlich, genau deswegen. In Uwe ist auch nur ein Weltraumviecher. Rasageni? Was ist das denn? Flotte entdeckt? Ja, wurde auf der Rechnung nach Rasageti. Wozu ist denn Rasageti? Du siehst doch keins von meinen. Doch. Station under attack. Hostile fleet engaged. Situation Heinz, updated. Ha. Diese Namen sind verwirrend, oder? Also Heinz Uwe ist mein Hauptsystem. Wer da angreift, ist meistens relativ ziemlich tot. So, ich glaube, der Planet ist sturmreif, oder? 91? Da kommen die 900 Verbündeten, die meinte ich noch. Die sind jetzt in Uwe. Ja, dann ich orbit einfliegen in Bodenarmee. So. Entdeckt. Ist ja verwirrend hier mit diesem Krieg. So, ich setze da mal die Landung ran, das ist. Gute Nacht, Staubfinger. Er ist Staubfinger tatsächlich. Du musst unten im Reiter Armeen schauen. Warte mal, Invasion. Ich muss mir meine Brille aufsetzen. Du hast eine Brille? Nein. War eine Ausrede. Achso. So. Schafft die Bodenarmee das jetzt nicht eigentlich auch von alleine? Also muss unten im Reiter Armeen schauen. Wo ist denn hier unten der Reiter Armeen? Da. Ah ja. Ach ey, das ist. Och Gottchen, ist da unten viel. Ich ahne ja irgendwie leider, dass es meine Bodentruppe so ein bisschen entschärft. War doch nicht. Nee. Ich glaube, das orbitale Bombardement zeigt Wirkung. Also richtig, das glaube ich, ich gebe noch mal schnell mal ein paar neue aus hier. Jetzt frage ich mich trotzdem, wo seine Flotte ist.
Enemy planet secure. Wir weggeflohen. So, auf zum nächsten Planeten. Warte, da kommen die Verbündeten noch. Stacken wir. Construction Stack of complete. Doom. Was Besseres hätte den Händlern noch nicht passieren können eigentlich, oder? Den Händlern? Na, die ich da vasalliert habe am Anfang. Ach so. Nochmal 900, genau. Na gut, dann auf zum Hauptsystem. Welches ist denn das? Na, das Matonius-System. Danach ist das Bereich benannt. Mandate of Matonius. Aber das ist jetzt ja nicht mit meiner Bodennavi. Kann die jetzt wieder abfliegen? Ja, oder? Musst du wieder inladen und dann geht's weiter. Gut, dann, Freunde. Alle entsenden. Zack. In die Luft. Hostile Fleet detected. Oh, Hostile Fleet detected. Wo denn? Evading Hostile Fleet. Evading? Wir sind wieder reingeflohen. Und jetzt kommt wahrscheinlich jetzt die große Entscheidungsschlacht. Hostile Fleet. Gerade noch die Kurve kriegt mit meiner Flotte. Wenn ich ein bisschen hinter dir fliege, kriegst du den ganzen Schaden ab, bin ich der Meinung. Ich hab dicke Schutzschilde. Ach, er hat nochmal 64 Schiffe nachgebaut, deswegen. 74. Ja, die werden ihn jetzt retten. Ruckel, ruckel. Ich habe jetzt 14 FPS, das ruckelt so ein bisschen das Spiel. Ruckelt bei dir? Bei mir noch nicht. Also das ruckelt nicht so, dass das Interface oder so, sondern das, die Schiffe machen halt immer so bupp, 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 ganz langsam. Fliegen immer nach vorne. Was hat denn eigentlich für Schiffe? Was haben die denn? Kann man das nicht ja, die haben auf jeden Fall erheblich mehr Reichweite. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da geht wahrscheinlich die erste Korvette ist bei dir gerade zerstört worden. Ich sehe das! Ach herrje. Plasmawerfer. Schub, 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 schub. Ich glaube, die Raketenwaffen sind deutlich effektiver als meine. Und zumindest die Reichweite ist halt enorm stark. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Bootsoffie ganz schnell abziehen sollte. Was stirbt hier gerade weg? Ich glaube, es sind ja sind meine. Oh Mann! Was, du hast keine Panzerung mehr, kann sein. Was machen die mir Schaden? Ja, die geben mir richtig. Explosionswaffenschaden machen die. Ja. 7000 Damage setzt dann schon. Nö, scheint so, als hätte ich zu wenig Panzerung für sowas. Das sollte ich wohl bei Gelegenheit mal erforschen. Und wer bringt dir den Sieg? Euer Verbündeter und Freund. Na gut, können wir zum nächsten System weiterfliegen. Jetzt wird er zumindest keine Flotte mehr haben. Wir haben sowieso gleich schon 76. Ja. Wahrscheinlich den Hauptplanet noch kurz ein bisschen bombardieren, da haben wir es auch. Gut, ich muss also mein Schiffsdesign überdenken, hört da jetzt raus. Ich habe auch ja keine Panzerung, ich habe nur Deflektoren. Ich habe ja gar nicht so eine Dings, also so eine Panzerung wie du hast. Erforschen, mein Freund, erforschen. Bin bei. Hostile Fleet detected. Hostile Fleet wohl jetzt noch. Gesamtschaden 10.000 und der Feind hat nur 743 gemacht. Hm. Schildschaden. Das ist schön. Machen denn diese einzelnen 37 Mann da, die da losfliegen? Hä, welchen System sind wir denn hier? Ach, das ist das Matonis-System. Ach, meine Leute sind schon vorher da. Oh, okay, da sind deine Leute. Also, jetzt ist Lektor doch schon ganz schön dolle. Wenn ich mal einmal einen großen. Darfst du ja nicht zugucken. Nee, das ruckt ja nicht für mich, aber das Spiel an sich es geht halt langsam voran. So. So, meine Verstärkung müsste auch bald irgendwann mal da sein, weil sie mal gebaut ist. Das ist das erste, das aber so hart reingehauen hat. Deine Schiffe. Achso, meine Schiffe als erstes da. Nee, jetzt. Na toll. Construction complete. Bergbaustation? Martini Prime. Ach, das ist ja ein Raumhafen. Upsala. Dafür brauche ich deine Unterstützung. Da habe ich nicht genug Truppen für. Jo, jo. Hostile Fleet detected. Wollen wir es mal rennen? Na, wir müssen erst die Weltraumstation kaputt machen und dann Martini Prime bombardieren. Bis die keinen Bock mehr haben.
Evading hostile fleet. Burn, ist nicht mal wieder eine Folge fällig? Fragt der gute Rocksold. Genau jetzt. Gut, dass du mich darauf hinweist. So, wie dieser spannende Militärkrimi ausgeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss.